Guten Tag und willkommen. Elektrischer Strom umgibt uns überall. Er kommt meist aus der Steckdose und betreibt Fernseher und Kühlschränke. Heute möchte ich mit euch über die Gefahren des elektrischen Stroms sprechen. Jedes Kind weiß, man darf keine Gabel in die Steckdose stecken. Aber wieso eigentlich nicht? Was würde denn passieren? Das und vieles mehr werde ich dir erklären. Wir beginnen mit einer Grundlagenfrage. Was macht elektrische Stromschläge gefährlich für uns Menschen? Im Anschluss werden wir dann über Schutzmaßnahmen gegen elektrische Schläge sprechen. Und am Ende will ich euch noch auf die Gefahr eines Blitzschlages hinweisen. Ist Strom wirklich so gefährlich? Naja, wie alles andere auch, ist Strom nur gefährlich, wenn man nicht vorsichtig und bedacht mit ihm umgeht. Bei ordentlicher Handhabung wird elektrischer Strom zu einem nützlichen und ungefährlichen Werkzeug. Gefährlich? Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.